Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen heute zu dem Jahresfest des Jerusalemsvereins zum Thema starke Frauen. Mein Name ist Sibylle Müller-Fiedler. Ich bin eine von zwei stellvertretenden Vorsitzenden des Jerusalemsvereins. Der andere ist Herr Seelemann, der hier heute auch ist. Und wir freuen uns, dass wir heute dieses Thema haben. Starke Frauen. Frauen in der arabischen Welt leben in einer männerdominierten Gesellschaft und sie sind immer noch benachteiligt, sei es in der Wirtschaft, in der Politik, im Familien- und Zivilrecht, in den Medien, bei der Gesundheitsversorgung oder auch in der Religion. Aber es gibt starke Frauen, die sich gemeinsam mit Männern auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung der Geschlechter machen. Zwei starke palästinensische Frauen haben wir heute bei uns zu Gast. Da ist zum einen Rania Salza. Herzlich willkommen, Rania. Sie ist Lehrerin in Talita Kumi. Sie hat dort auch Abitur gemacht und nach dem Abi in Köln Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert. Anschließend war sie Lehrerin in Talita Kumi für die beiden Fächer und hat auch das Schüleraustauschprogramm von Talita Kumi koordiniert und durchgeführt. Von 2013 bis 2020 dann war Rania Salza im Dar al-Kalima University College of Arts and Culture in Bethlehem als Konferenzmanager und Referentin tätig. Ja, und seit 2020 ist sie wieder Lehrerin in Talita Kumi und aktuell Klassenlehrerin für die Orientierungsklasse, die für den deutschen Zweig vorbereitet werden soll. Und sie unterrichtet auch noch in weiteren Klassen Deutsch. Rania Salza sagt, alle Schülerinnen und Schüler in Talita Kumi sind etwas Besonderes. Deshalb möchte ich alle fördern und nicht nur die, die den Deutschzweig besuchen. Und als zweiten Gast haben wir heute bei uns Sally Azar. Herzlich willkommen, Sally. Sie ist geboren in Jerusalem und wie wir vorhin schon mitgekriegt haben, die Tochter von Bischof Azar. Und in Jerusalem ist sie auch zur Schule gegangen, zur Schmidt-Schule. Kennen bestimmt einige von Ihnen. Und nach der Schule hat sie Theologie studiert in Beirut, Hermannsburg und in Göttingen. Aktuell macht sie ihr Vikariat an der Johanneskirche in Frohnau und wie wir auch schon gehört haben, ist sie auf dem besten Weg, die erste Pastorin der ELCJHL zu werden. Vor kurzem hat sie an der Johanneskirche in Frohnau einen Thementag Nahost organisiert, der unter anderem eine Podiumsdiskussion und eine Ausstellung umfasste und dieser Thementag ist auf sehr großen Anklang gestoßen. Vielleicht waren einige von Ihnen ja sogar dabei. Sally Azar sagt, ich hoffe, dass durch meine Ordination viele Frauen ermutigt werden, Theologie zu studieren, denn ich will ja nicht die Erste und Letzte sein. Herzlich willkommen euch beiden und gerade eben haben wir ja das Interview mit Scarlett Bishara gesehen und sie sagt in dem Interview, dass es in eurer Kultur das Stereotyp gäbe, dass es bestimmte Berufe für Frauen gäbe. Wie sind da eure Erfahrungen im Hinblick auf Berufswahl und Berufstätigkeit, Rania? Ja, auf jeden Fall. Zumindest zu meiner Zeit oder noch das Bild, was herrscht von der Frau, der Lehrerberuf auf jeden Fall, der Lehrerinnenberuf, weil im Hinterkopf der Gedanke ist, ja die Lehrer, die gehen zur Arbeit morgens und sind um 2.30 Uhr fertig, wenn es hochkommt und gehen dann nach Hause und dann kann sich die Frau um die Kinder kümmern. Nach wie vor. Natürlich hat sich das Bild ein bisschen geändert, aber nicht desto trotz, also studieren natürlich mehr Frauen als vielleicht vor ein paar 20 Jahren oder 30 Jahren, aber nicht desto trotz gibt es eine bestimmte Erwartungshaltung, dass die Frau trotzdem, auch wenn sie draußen arbeitet, noch die Mutterrolle völlig ausschöpfen muss. Und von daher wird dahingehend
immer geguckt, was ist relevant, um Beruf und Familie zu vereinbaren, wenn die Frauen den adäquaten Partner gefunden haben und eine Familie gründen möchten. Und zum anderen ist man gezwungen, bestimmte Berufe zu wählen, weil die Arbeitsatmosphäre oder die Gegebenheiten der Arbeit nicht, ich sage menschenförderlich sind, nicht nur frauenförderlich, sondern im Allgemeinen. Denn hier mittlerweile kann man in Deutschland, kann je Frau oder Mann sich für eine bestimmte Zeit freistellen lassen, um sich um die Kinder zu kümmern. Und das gibt es bei uns nicht. Oder ein Jahr auszusetzen, weniger bezahlt zu werden, um sich um die Familie zu kümmern. Das gibt es bei uns nicht. Nach 90 Tagen muss eine Frau wieder ihre Arbeitsstelle antreten, egal was sie macht. Ja, danke schön, Sally. Deine Erfahrung mit deiner Berufswahl? Ja, also ich glaube, mit Theologiestudium ist es auch in unserer Gesellschaft nicht sehr üblich, generell. Wir haben sehr wenige in Palästina, die auch von beiden Seiten, also Männer und Frauen, die keine Theologie, nicht sehr, also das ist nicht sehr anspruchsvoll, würde ich sagen, weil es auch nicht eine Stelle oder nicht so gesehen wird, dass Pfarrer, also dass man Pfarrer wird, ist nicht so, kommt nicht in Frage. Man soll lieber Anwalt oder Arzt oder Ärztin werden oder so. Also es wird immer so gesehen, dass alles andere besser ist, als ein Pfarrer zu sein, denn ein Pfarrer ist auch so, er verdient halt nicht so viel wie andere Berufe. Und das ist auch etwas, was nicht sehr viele überzeugt. Und daran leiden wir auch generell, dass wir als Theologinnen nicht sehr viel, nicht sehr viele das aussuchen, das nur deswegen. Und es war auch, also wir hatten ja viele Frauen, die versucht haben jetzt, oder die schon Theologie studiert haben, aber nicht zurückkamen. Und für mich war es eher sehr wichtig, also ich bin in der Kirche quasi aufgewachsen. Ich habe auch nie so für mich festgestellt, dass das nicht möglich ist für mich, also Pfarrerin zu werden, weil ich auch immer Pfarrerinnen bei uns in der Gemeinde gesehen habe. Und ich habe auch immer gedacht, okay, ich habe nie so gesagt, ach, das ist unmöglich, ich möchte das brechen oder so, weil für mich war es so, es soll doch selbstverständlich sein. Deswegen, aber es ist es leider nicht, und ich lerne es auch jederzeit, jeden Tag vom Neuen aus, das ist noch sehr neu und etwas, das noch sehr viel braucht, dass es so akzeptiert wird, aber bisher haben auch durch unsere Kirche und so sehr viel durchgedrungen, dass es auch möglich ist. Und für mich ist es, ich habe meinen Ruf quasi gefunden durchaus meiner Theologiestudiumzeit, also als ich auch in Libanon war und so. Es ist nicht so, dass ich auch sofort gewusst habe, okay, ich möchte jetzt Pfarrerin werden. Das war das nicht für mich, sondern ich war mit 18 Jahren in Libanon und dann war ich auch selber nicht sicher, will ich denn eigentlich Theologie studieren oder nicht? Und da war ich auch so, dann habe ich noch mit Papa und auch dem Bischof Yunan damals auch gesprochen, und dann die beiden haben mich weiter geraten, und auch in mein Studium unser Präsident der Fakultät, der hat auch so mit mir gesprochen und so. Also es gab auch so eine Situation, wo ich selber nicht wusste, ist es jetzt, was ich will, oder ist es jetzt, was alle anderen von mir wollen quasi? Und das war für mich so mehr wichtig, dass es nicht die ganze Zeit, dass dieser Druck nicht mich dazu bringt, sondern dass ich das eigentlich auch, dass ich mich so berufen dafür fühle. Und das ist das auch so, also durchaus in Jahren so hat es sich für mich entwickelt, denn je mehr ich im Ausland studiert habe und Libanon war, je mehr wollte ich halt, und immer wieder zu Besuch war, je mehr wollte ich halt wieder zurück und das wieder meiner Gemeinde zurückgeben. Und ja. Ja, sehr, sehr schön. Du sprachst davon, dass eben vieles neu ist, und es ist heute auch schon angeklungen, dass die ELCJHL
Vorreiterin bei der rechtlichen Gleichstellung der Frauen in Palästina ist, indem eben ein Kirchengericht gegründet wurde und also das dadurch entstanden ist, dass sich ein Komitee gebildet hat, was ein Programm erarbeitet hat, was eben gleiche Rechte für Mann und Frau vorsieht, etwas, was ganz neu ist im palästinensischen Recht. Nun muss man dazu eben wissen, dass das palästinensische Rechtssystem so völlig anders ist als unseres hier in Deutschland und zum Beispiel Familien- oder Personenstandsfragen von den Religionsgemeinschaften rechtlich behandelt werden und eben auch Fragen nach Eheschließung, Finanzen der Eheleute, Sorgerechtsfragen, Unterhalt, Trennung, Scheidung, Erbrecht, das wird alles von den Religionsgemeinschaften quasi geregelt. Und mit dem Weg, den die evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land, die EL-ZJL, gegangen ist, ist sie damit eine Vorreiterin mit diesem Kirchengericht und den Regelungen in der ganzen Region für Palästina, aber auch drüber hinaus. Und Scarlett Pirara hat ja dieses Komitee auch in ihrem Videoclip erwähnt. Sally, erzähl uns doch mal, was genau hat das Komitee der ELCJL zur Geschlechtergerechtigkeit ausgearbeitet? Wie wird das umgesetzt? Und in welcher Form haben bei der ganzen Diskussion, also theologische Fragen, also zum Beispiel die Tatsache, dass Jesus auch von Jüngeren umgeben war und Frauen gleichberechtigt behandelt hat, inwieweit hat das bei dem ganzen Prozess eine Rolle gespielt? Ja, also es hat auch lange gedauert, also nicht lange gedauert, aber es ist auch, wie auch vorher der Bischof gesagt hat, so dass mit dem ganzen Gleichberechtigung und der ganze Prozess lief lange und das hat mehr mit sehr vielen Workshops zu tun gehabt, dass man sehr viel auch mit den Frauen arbeiten musste und damit es sich entwickelt. Natürlich kommt auch vor, dass wir halt sehr viel biblische Geschichten und so vornehmen und auch es gab ja auch natürlich Jünger mit Jesus und mit Paulus und also Frauenjünger, also ja, genau, die auch dabei waren und dass diese Geschichten helfen halt ein bisschen die Augen von den Leuten mehr zu öffnen, dass es auch nicht etwas Neues, komplett Neues ist, sondern dass es schon immer so war. Und wir haben durch den Gleichberechtigungsrecht, ich gebe zwei Beispiele, wie es halt durchgesetzt wird, sondern es gibt einmal durch die Erbe, das halt normalerweise ist in Palästina, das ist auch eine ganze, es ist sehr kompliziert, würde ich sagen, wenn man jetzt über den Recht in Palästina, Israel und so spricht, denn es ist in Israel ist es ein anderes Recht, dass wir als Palästinenser auch nicht dazu kommen, also dass wir zum israelischen Recht gehen und da haben wir dann den palästinensischen Amt, das halt auch durch muslimische Rechte oder so Gesetze, genau, die muslimische Gesetze folgt und das hat uns auch, da sind die schon ganz, also da ist es schon ganz streng gewesen mit, auch mit Heiratsalter von Frauen, dass auch Frauen unter 18 verheiratet werden durften und dass auch mit die alle Kinder, nicht alle die gleichberechtigte Erbschaft kriegen, dass die immer die Jungs die Erbschaft kriegen. Und von diesen kleinen Dingen hat es uns als Kirchenrecht überzeugt, dass wir das nicht unterstützen, sondern wir glauben auch daran nicht. Denn, und das hat uns dazu gefördert, dass wir dieses Gleichberechtigungsrecht hatten und dass wir das auch geändert haben, dass auch Frauen nicht unter 18 verheiratet werden dürfen und auch die Erbe gleichberechtigt durch die Kinder quasi verteilt wird. Und auch mit Kindererziehung und dass nicht immer automatische Kinder zu der Frau gehen oder zum Mann gehen, dass es auch immer ein richtiges Rechtsverhandeln ist. Und diese Dinge werden vom Kirchengericht entschieden? Ja, wir haben das schon, also es hat schon jetzt seit ein paar Jahren haben die es schon durchgezogen und nicht durchgezogen, sondern ist es so und es wird auch noch viel mehr bearbeitet. Also
Und kommt es da öfter mal zu Schwierigkeiten, dass ihr da also praktisch vermittelnd, unterstützend, auch mit der Sozialarbeit, die angesprochen wurde, in dem Bereich dann auch helft, Konflikte zu lösen? Also ja, also es gibt immer Konflikte und es gibt immer was zu bereden, dass man halt nicht, also meinst du jetzt von mehr in der im sozialen Raum so oder? Nee, gerade diese Dinge, die ihr neu festgelegt habt, also ich sag mal Sorgerechtsfragen, ein Paar möchte sich trennen und es gibt, ihr habt diese klaren Regeln, aber ein Ehepartner will sich nicht dran halten. Die Frage ist dann, ob dann eben das Familiengericht auch angerufen wird, um eben zu einer Lösung herbeizuführen. Also in Deutschland, wenn sich Ehepartner um das Sorgerecht streiten, dann ziehen sie vor Gericht und ein staatliches Gericht spricht ein Urteil und das ist es dann. So läuft es bei euch ja nicht. Nee, bei uns haben wir ja unser eigenes Juristat. Also wir haben nichts mit dem Staat zu tun, sondern wir haben unser eigenes Kirchenrecht. Und wenn sich jemand trennen will, dann geht das alles durch unsere Juristen und einer der Pfarrer ist dann auch derjenige, der dafür verantwortlich ist. Und die beiden, die entscheiden das. Aber das, natürlich kommt es oft vor, dass die das verweigern. Es gab auch viele Fälle, wo auch viele Männer gesagt haben, nee, wir wollen das nicht. Aber es ist halt ein Recht und die Frau hat auch ein Recht darauf. Und das wird immer diskutiert, aber das wird immer in Gerechten behandelt und wird nicht nachgelassen. Aber es gibt immer Probleme. Also es ist noch neu für alle. Aber ja, aber es ist auf einem guten Weg. Das ist auch schön zu hören. Rania, wie sieht es denn mit der Geschlechtergerechtigkeit in Palästina insgesamt aus? Wo sind Probleme? Was hat sich in den letzten Jahren vielleicht sogar geändert, verbessert? Und wo sind die Hoffnungen, gerade bei palästinensischen Frauen? Also Hoffnung existiert so, wie wir das heute erleben. Also ich kenne Sally wirklich nicht wirklich. Ich habe nur über die Nachrichten vom Bischof Azar gesehen, dass seine Tochter sich auf dem Weg macht, Pastorin zu werden. Und das sind so die Hoffnungsschimmer, die man so am Ende des Tunnels sieht. Leider ist es ja so, wenn man das Wahlsystem zum Beispiel bei uns betrachtet, wir hatten vor kurzem Kommunalwahlen in der ganzen Westbank gehabt und da gibt es bestimmte Quoten, die einzuhalten sind. Dementsprechend gibt es auch eine Frauenquote und das ist ein Listensystem und da stellen sich natürlich Menschen auf. Um die Verhältnisse einfach mal zu deuten, wir haben ja auch muslimische Bevölkerung. Auf einer Liste von zusammengestellten 8 Personen sind nur 2 Frauen vertreten, 2 muslimische Vertreter und dann dementsprechend 4 Christen. Das heißt, die Frauenquote, die bei uns existiert, ist immer noch zu niedrig. Und leider ist es ja auch so, dass in den letzten 2 Jahren durch die Corona-Pandemie mehr Gewalt an Frauen verübt worden sind innerhalb der Familien, was von den Frauenorganisationen, die es in Palästina gibt, auch dokumentiert worden ist. Und wir Frauen auch nicht alle, aber einige machen nicht aus ihrem Recht Gebrauch, denn es wurde nach diesen Kommunalwahlen, die wir jetzt Ende März hatten, wurde eine Statistik erhoben, die Beteiligung der Frauen und der jungen Leute war sehr, sehr niedrig. Das heißt, wir machen wirklich keinen Gebrauch. Wir sind teilweise noch nicht da angelangt, zu wissen, dass wir aus diesem Recht, den wir haben, denn es existiert auf dem Papier zumindest, Gebrauch machen können. Und das ist unser größtes Problem. Also das Gleiche, was Bischof Azar vorhin ansprach, dass Frauen erst überzeugt werden müssen, ihre Rechte, die sie nach UN-Konvention und die sie auch aus der Bibel heraus haben, tatsächlich in Anspruch zu nehmen, weil
die kulturelle Verankerung doch noch so stark ist, dass da dieses Rollenbild noch eine große Bedeutung hat. Die kulturelle Prägung ist das eine. Die Frage ist eben, welche Rolle spielt die Religion in diesem Zusammenhang? Gerade die Frage eben auch nach dem Islam, nach dem Frauenbild im Islam. Wie wird die Frau dort gesehen? Und ist es die Probleme, die bestehen, sind die eher in der Kultur, in der arabischen Kultur begründet oder eher auch in der islamischen Religion? Ich glaube, es hat was von beiden, aber da ich ja vorher schon gesagt habe, unsere ganzen palästinensischen Rechte wurden vom Islam so beeinflusst. Aber in derselben Hinsicht gibt es auch sehr viele Dinge, die sich daraus entwickelt haben, dass es mehr etwas in unserer ganzen Gesellschaft rausgekommen ist. Also Patriarchalismus ist halt da und es ist nicht nur vom Islam her, sondern auch bei vielen Christen zu sehen. Und das ist etwas, das man nicht sagen kann, das ist nur bei dem Islam so, sondern es gibt auch viele christliche Kirchen, die auch immer noch so sind. Also es hat schon viel Einfluss ich würde nicht sagen, dass es nur von Islam ist, sondern es ist eigentlich jetzt eine gesellschaftliche Sache geworden und hat nichts mit Religion zu tun. Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich denke, teilweise hat sich die kulturelle Ebene auch von der Religion beeinflussen lassen. Lange galt die Frau als der Verursacher der Vertreibung aus dem Paradies. Und die falsche Auslegung oder Interpretation der Bibel hat dazu geführt, die Frauenrolle dahin zu bringen, wo sie auch in Europa mal war. Also denken wir an die ganzen Hexenverfolgungen und so weiter und so fort. Also das ist durchaus so vermischt, was Kultur und Religion angeht. Also das ist beides. Arabische Kultur oder orientalische Kultur, sage ich mal, nicht nur arabische Kultur, orientalische Kultur, aber auch durchsät ein bisschen von der falschen Interpretation aus der Bibel, wo wir natürlich vorhin gehört haben, die Bibel hat viele Beispiele, wie emanzipiert die Frau war. Und auch wenn man einfach in die früheren Gesellschaften zurückblickt, dass die Frau mit dem Mann aufs Feld gezogen ist, hat natürlich ihre Kinder auch durchaus während der Feldarbeit geboren, auf die Welt gebracht und hat dann weitergearbeitet oder so. Das vergisst man und hält sich an diesen Stücken, wo man auch letzten Endes, wenn wir von einer menschlichen Perspektive schauen wollen, einfach rein menschlich, nicht nur jetzt Frauen- oder Männerspezifisch schauen wollen, man braucht immer ein schwarzes Schaf. Und leider ist es in vielen Gesellschaften die Frau. So. Das so als Rückblick und teilweise noch als Status quo, wenn wir so mehr das Thema Hoffnung betrachten, ist das Ganze auch eine Generationenfrage? Habt ihr den Eindruck, also, dass die jetzt jüngeren Generationen, dass da eine größere Offenheit ist, mehr Gleichberechtigung zu leben? Seht ihr da positive Tendenzen? Ich denke schon. Auf jeden Fall. Und das steht und fällt sicherlich, wie wir damit umgehen. Also ich in meiner Position jetzt als Lehrerin muss ich natürlich auch konsequent bei meinen Kindern machen. Also Mädchen und Jungen haben die gleichen Aufgabengabe in der Klasse, haben die gleichen Rechte in der Klasse und so können es die Kinder nur lernen. Auch wenn Schulalltag nur ein Ausschnitt dessen, was in der Gesellschaft später passiert, aber nicht desto trotz hoffen wir, dass wir, es heißt ja, steter Tropfen hält den Stein, das ist es ja.
Und das ist ja unsere Hoffnung in meinem Bereich. Und ich denke, so Frauen, die zum Beispiel wie Sally in der Kirche tätig sein werden oder Frauen, die als Ingenieurin tätig sind oder was auch immer, wenn wir uns dieser Herausforderung stellen, aber auch uns zur Aufgabe machen, uns zu verwirklichen und uns wirklich unsere Gleichstellung auch zu manifestieren, dann ist es Beispiel für andere Jüngere, die sich dann auch noch mehr trauen könnten. Ja, ich schließe mich das an und würde sagen, auch in der Kirche merke ich halt bei vielen jungen Leuten durch auch Social Media, habe ich das gemerkt. Also ich bin immer noch in Kontakt mit sehr vielen Jugendlichen in unserer Kirche und ich sehe schon jetzt, wie die feministische Power, die Frauen, also dass die halt schon sich nichts gefallen lassen. Und ich bin einfach nur froh und stolz auf meine Jugendlichen, dass die auch schon jetzt so sind. Das heißt also, Gleichstellung, Gleichberechtigung, Social Media spielt da eine große Rolle? Ja, also Social Media würde ich sagen, es prägt, also da unterhalten sich halt die meisten und da bringt es halt vieles zusammen, auch wenn man jetzt irgendwie eine Frage oder so auf Instagram stellt und einfach sagt, ja, und wer ist für Gleichberechtigung? Und dann können sie ja oder nein sagen, also wie viele einfach. Ja, also ich glaube, ich habe das nicht gemacht, aber vielleicht sollte ich mal das machen. Aber die sind alle sehr, ich merke es nur durch ihre Posts und dass die halt immer sagen, wir sollen auch gendern und nicht, weil in unserer Gesellschaft ist auch immer sehr viel männliche Form für vieles benutzt und das ist auch so, dass die jetzt das auch ändern. Und das kann ich halt durch ihre Posts sehen. Ja, nee, es, auch für Pfarrer zum Beispiel, das Wort Pfarrer ist halt Assis und es gibt normalerweise kein femininen Form von Assis, also sondern man kann es selber machen, also nicht selber machen, sondern es hat sich jetzt entwickelt, dass das Assisa, also eine Frauenform, so entwickelt. Sonst wäre es immer so als männliche Form gewesen. Aber das habe ich, also genau. Social Media ist sehr viel, sehr wichtig für die Jugendliche und prägt es auch. Das heißt, in der Konsequenz trauen sich dann auch jüngere Frauen, so Dinge zu äußern, die wir gehört haben von den Älteren in der Gemeinde, jetzt gar nicht so vorgebracht werden oder gar nicht so in ihr Weltbild passen. Also da verändert sich was. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie das dann sein wird, wenn die, also auf Social Media ist es da und kann man das merken. Bei uns ist immer noch dasselbe Problem, ich glaube, wie bei vielen Kirchen, auch in Deutschland, dass nicht sehr viele Jugendliche zur Kirche kommen, zu Gottesdienste. Aber wenn wir jetzt die ganze Gemeinde zusammentun würden und so, dann wird es interessant zu sehen, wie so. Also ich glaube, man kann als Jugendliche, da muss man sehr viel noch arbeiten, dass die Jugendliche auch ein Rede, also dass sie halt sich ermutigen, also genau, dass sie halt schon was zu den älteren Leuten, die schon seit langem in der Kirche sind, was sagen. Aber das ist noch nicht so weit. Und weil immer, es gibt auch diesen Aspekt von Respekt. Nee, wir sagen jetzt nichts, weil die jetzt älter sind und wir haben dieses Respekt vor unseren, Kirchenmitgliedern. Und deswegen fällt es dann immer weg. Aber das hoffen wir, dass es halt sich bald so ändert, dass die auch von den älteren Leuten, dass die das einsehen, dass da auch die Jugendlichen auch eine Stimme haben und nicht andersrum. Ja, genau. Im Grunde genommen, Social Media hat so eine eigene Dynamik, eine vorgegebene Dynamik ist ja mehr so im Bildungsbereich. Die Frage ist, Rania, du hattest ja schon gesagt, klar, Jungs und Mädchen kriegen die gleichen Aufgaben, sie werden gleich behandelt, aber wird jetzt gerade auch das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau, wird das auch im Unterricht behandelt?
Also ich, dadurch, dass ich nur in der Grundschule arbeite zurzeit, kann ich das weder bejahen noch verneinen, was die Kollegen in der Oberstufe machen. Aber ich denke schon, dass das gemacht wird. Wir haben an unserer Schule ein Projekt, was wir durchführen. Das ist ein Teil unserer Schulentwicklung, nennt sich Lions Quest. Also man kennt hier den Lions Club. Je nachdem, wie man dazu steht, ist nicht die Pointe jetzt, aber einfach, dass viele Projekte durch dieses Lions Quest in diese Richtung gehen. Durchaus Friedensarbeit, aber auch in diese Richtung, dass jeder Mensch mit seinen Bedürfnissen und was ihn ausmacht, gleichberechtigt ist. So, und ich wollte eigentlich mit meinen kleinen Kindern ein bisschen damit anfangen, aber durch die mancherlei Corona-Unterbrechungen müssen wir auf bestimmte Sachen verzichten. Und bestimmte Sachen brauchen natürlich auch eine bestimmte Reife, dass man die Themen anspricht. Aber ich kann nur ein kleines Beispiel nennen. Ich habe einen Jungen, eigentlich haben die Eltern in Deutschland gelebt, der Vater hat seine medizinische Ausbildung in Deutschland gemacht und der Junge ist hier noch zu Kindergarten gegangen. Und vor einigen Wochen hat er seinen Bleistift angespitzt und hat dann soweit so gemacht. Dann habe ich zu ihm gesagt, so, hol den Besen jetzt und kehr's auf. Dann sagt er zu mir, nee, das ist aber auch Mädchenarbeit. Ich habe gesagt, nee, es gibt keine Mädchen- und Jungenarbeit. Dann ist er gegangen, hat den Besen geholt, aufgekehrt etc. Ich habe mich mit der Mutter in Verbindung gesetzt und die war selber entsetzt darüber, dass ihr Sohn das sagt, denn sie meinte, der Vater des Jungen würde auch im Haushalt helfen und kochen. Das heißt, das Kind hat wahrscheinlich das Bild von den Großeltern oder von den Verwandten. Also das heißt, wir müssen wirklich unsere Arbeit so tun, dass sie nachhaltig bleibt und nicht verfällt, wenn die Kinder nach Hause gehen oder in der Großfamilie sind. Also das ist so das Kleine, was ich in meinem Bereich tun kann, bei den Kleinen. Bei den Großen können natürlich Diskussionen auf einer anderen Ebene stattfinden, aber noch bin ich nicht bei den Großen angekommen. Vielleicht kommt es noch. Wo ist mal unser Schulleiter? Ja, das sind alles Prozesse, die auch Zeit brauchen. Und zu erkennen, dass sich was ändern muss und in einzelnen Organisationen auch tatsächlich was zu ändern, ist eine Sache. Aber der Alltag der Menschen ist natürlich eine andere Geschichte noch. Und ich habe da in einem Buch gelesen, wo es über Frauen im Nahen Osten geht, dass vieles schon als richtig erkannt wurde, aber im Alltag der Familien davon wenig gelebt wird. Also dass die Frau ausschließlich für die Familie zuständig ist und sich eben um Haus und Hof zu kümmern hat. Teilt ihr diese Einschätzung oder hat sich da in letzter Zeit, du hast jetzt dieses Beispiel von dem Vater, der in Deutschland gewesen ist und sich da ein Stück weit anders verhält, aber so im Großen und Ganzen ist da noch eine ganz klare Geschlechtertrennung, Teilung, der Aufgabenteilung festzustellen? Es ist noch nicht da. Also wir sind noch nicht so bereit, dass ich. Also klar, es gibt sehr viele Familien, die das machen, aber es gibt auch viele, die das nicht machen. Wir haben vor 2 Jahren haben wir einen Workshop mit Frauen gemacht. Und es ist nicht von der Männerseite, sondern von der Frauenseite, dass die das selber so sagen, ich möchte nicht, dass mein Mann jetzt. Ich möchte nicht meinen Mann enttäuschen, so quasi, oder ich möchte nicht mein, also er arbeitet ja sehr viel und so, und sie arbeitet ja auch, aber das ist immer ihr Argument, so, er muss sich auch ein bisschen ausruhen. Genau, also, und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist auch dein Recht, dass du dich auch ausruhen kannst, aber das ist auch, deswegen, es gibt immer noch so viele Frauen, die halt Angst haben, irgendwas gegen ihre Männer zu sagen. Und deswegen finde ich halt, also weil das immer noch so ist, also
Die Mehrheit, würde ich sagen, es ist schon bei denen schon geregelt oder man spricht halt durch Workshops mit denen. Also ich glaube, die Workshops sollten mehr für Männer auch sein als auch für die Frauen, denn wir machen jetzt sehr viel mit den Frauen, aber wir haben jetzt auch angefangen, dass wir auch mit den Männern so arbeiten, aber weil wenn es den Männern nicht klar wird, was oder dass die halt nicht wissen, was die Frauen auch, also dass wir halt, damit wir die Gleichberechtigung einbehalten, sollen wir auch mit den Männern so arbeiten, wie wir auch mit den Frauen. Und das öffnet dann sehr viele Wege. Aber genau, ich glaube, das dauert noch ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ja, aber die ersten Ansätze sind da und das freut einen dann ja auch zu hören. Mal ein ganz anderer Themenbereich. Welche Auswirkungen haben der israelisch-palästinensische Konflikt und die Besatzungssituation in Palästina jetzt speziell auf den Alltag von Frauen? Wirkt sich diese Situation besonders auf Frauen aus oder ist das allgemein? Für alle Menschen, klar ist es für alle Menschen ein Problem, aber gibt es auch frauenspezifische Auswirkungen? Also ich würde sagen, jein. Ja und nein. Nein, es ist für die Einschränkungen, die durch die Lebenssituation da sind, die sind für alle da. Vielleicht, um auch auf die vorherige Frage kurz eingehen zu wollen, da wird die Frau von sich selbst auch mehr beansprucht, wenn viele Männer, und das ist leider so, nach Israel gehen, um zu arbeiten. Viele, viele Männer müssen in der Regel sehr früh aus dem Haus. Das heißt, manchmal müssen sie um 4 Uhr morgens am Checkpoint stehen, um nach Israel reingehen zu können. Das heißt, die Frau ist mehr als 8 Stunden Betreuung gefragt, auch selbst wenn sie selber berufstätig ist. Manche Männer kommen nicht am gleichen Abend zurück, sie übernachten, egal wo sie da arbeiten, in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in den Siedlungen auf dem Bau. Das heißt, die Frau übernimmt in dem Sinne mehrere Rollen. Das heißt, die Auswirkung auf den Frauen ist durchaus ein bisschen mehr durch dieses Nichtvorhandensein des Mannes. Also so viel dazu aus meiner Sicht. Ja, ich glaube auch so, es ist generell ein Problem. Also für unsere Gemeindemitglieder ist es immer, dass man halt Genehmigungen kriegen kann, dass man nach Jerusalem gehen kann. Und oder wenn man da arbeitet, auch als Frau, also ja, also ich bin mal durch den Checkpoint von Jerusalem nach Bethlehem. Ich war ich bin gelaufen durch den die Checkpoint und dann habe ich gesehen, da sind vielleicht so 200 Männer, die da stehen. Und ich habe gedacht, okay, ich warte ab, bis die alle rausgehen, weil ich glaube, die standen da nur um reinzugehen. Und dann war ich so, okay, ich war auch in Eile, aber ein Mann hat mich dann gesehen, da hat er gesagt, haltet, Jungs, macht mal den Weg frei. Und dann haben die mir einen Weg, also von zwei Seiten, alle Männer so, und dass ich dann quasi durch den, also gelaufen bin. Ich habe gedacht, okay, so als ob es ein roter Teppich quasi geworfen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, danke schön, wir hätten es ja nicht machen müssen, ich hätte auch warten können. Aber es gibt auch so diesen Aspekt, dass man halt die Frauen sehr respektiert, so dass die halt immer vorgehen, auch im Bus. So wenn ich da bin, dann stehen alle Männer auf, bitte setz dich hin. Und ich bin so, nein, ich möchte mich aber nicht hinsetzen. Es ist okay, wenn ich auch mal stehe. Und so, aber ich finde es auch so, diese kleinen Sachen, die halt immer schon da sind. Aber ja, genau, das sind so gesellschaftliche Sachen, die ich auch... genau, aber ich glaube, es ist die Besatzung ist... allen, also die betrifft allen und man kann nicht sagen, dass die Frauen mehr darunter leiden oder die Männer mehr darunter leiden als einander oder so, aber es ist alles gleich.
Ja, Rania, du sprachst die Berufstätigkeit der Männer an und lange von zu Hause weg zu sein zum Beispiel. Eine Frage zur Berufstätigkeit der Frauen, also in Deutschland, man darf ja nicht vergessen, die auch die Gleichstellung der Frauen in der Familie ist ja auch noch nicht so fürchterlich alt, erst 40, 50 Jahre, bis in die Mitte der 70er Jahre war es bei uns in Deutschland ja noch so, dass eine Frau eine Genehmigung brauchte von ihrem Mann, wenn sie berufstätig sein wollte oder auch wenn sie zum Beispiel ein eigenes Konto eröffnen wollte. Wie sieht das aus in Palästina? Können da Frauen frei entscheiden oder ist es dort auch so, dass der Mann das noch genehmigen müsste? Also was die Frau selber angeht, ich setze es nochmal in Gänsefüßchen, weil wir Frauen ja auch den Anspruch an uns selber stellen. Eigentlich habe ich die komplette Freiheit, mich zu entscheiden, was ich machen will. Und letzten Endes, oder was wir denken, von uns erwartet wird als Frau, dann berufstätig und gleichzeitig Hausfrau. Frauen können selber entscheiden, ob sie arbeiten wollen oder nicht, aber nichtdestotrotz wird von ihnen erwartet, wenn sie Kinder haben, zu Hause zu bleiben, wenn es geht. Wo Frauen nicht entscheiden können, ist, wenn zum Beispiel, wenn sie jetzt Kinder haben, nach dem geltenden Recht, wenn Kinder da sind und die wollen ins Ausland fahren, zum Beispiel als Familie oder Verwandte besuchen. Da muss der Mann zum Beispiel den Pass für die Kinder beantragen. Das kann die Frau nicht. Oder ein Konto eröffnen. Das muss der Mann machen für die Kinder und nicht die Frau. So, das sind so die Kleinigkeiten, die da herrschen. Und da muss sich grundsätzlich im Rechtssystem etwas ändern. Wir haben zwar jetzt die Beispiele in der lutherischen Kirche, was das Familienrecht angeht, aber nichtdestotrotz, wir müssen im Grunde genommen uns dorthin entwickeln, in jeder Hinsicht für die Frauen diese Freiheiten zu schaffen. Und es gibt genügend Frauen, wo der Mann verstirbt. Ja, wie will man das dann übertragen? Ja, ich kenne mich da zwar nicht so 100% aus, aber dann ist sie Erziehungsberechtigte und muss im Grunde genommen alles regeln für die Kinder. Ja, das ist eine große politische Herausforderung. Wie sieht es denn mit der politischen Partizipation von Frauen aus? So Fatah, Hamas, PLO, sind dort Frauen in nennenswerten Umfang aktiv? Denn ich vermute mal, solche Rechte, die du gerade angesprochen hast, Veränderungen, gesetzliche Veränderungen, dass die nicht unbedingt von Männern kommen würden, sondern vielleicht eher von Frauen. Im politischen Kontext, sind da Frauen engagiert? Sind es viele oder ist es eher die Ausnahme? Eigentlich eher wenig. Und natürlich, man muss sich sein Recht nehmen. Man muss nicht darauf warten, dass einem sein Recht gegeben wird. Das ist ja, wenn man es so umsetzen möchte, Widerstand. Ja, wir müssen natürlich Widerstand leisten. Leider ist es ja so, die meisten aktiven Frauen, was Frauenrechte angeht, sind in Organisationen untergebracht und wenig in der Politik vertreten. Wir haben zwar Ministerinnen sogar, Gesundheitsministerin, Tourismusministerin, Frauenministerin, also nicht ein Mann in der Rolle der Frauen im Frauenministerium, aber nichtdestotrotz, das sind nicht genügend Frauen, die etwas erreichen können auf langer Sicht. Und das muss wirklich von unten anfangen. Da muss man wirklich über die Schulen, wenn es geht, je nachdem, oder über die institutionelle Arbeit machen. Und wenn wir diese Institutionen betrachten, wir sind ja als Frauen sozial veranlagt. Das machen am meisten die Frauen, weniger Männer und mehr Frauen. Und da müssen wir investieren, denke ich. Ich gehöre jetzt zur mittelalterlichen Generation, das heißt, die Hoffnung wird auf die jüngere Generation verlagert. Ja,
Dankeschön. Du sprachst davon, dass Frauen gerade so in Organisation und aktiv sind. Was ich eben festgestellt habe, wenn ich vor Ort bin, dass ich feststelle, dass gerade auch im Bereich der Friedensarbeit, der Verständigungs-, der Versöhnungsarbeit, sich in einem hohen Maße auch Frauen einbringen und auch eine Stimme haben. Also wenn ich mir zum Beispiel Sumaya Farhat Nasser angucke oder auch die Frauen, die sich beim Parents Circle Families Forum engagieren, dann sehe ich da doch ein ziemlich hohes soziales Engagement von Frauen. Woran meint ihr, liegt das? Ich glaube, es liegt nur daran, dass jetzt sehr viele Frauen so aufmerksam geworden sind, dass die halt auch das für andere ermöglichen wollen und dass wir auch solche starken Frauen haben, die durch die langsam in der Gesellschaft auch durchdrängen und auch viel davon wird gezeigt und man merkt es auch so langsam in der Gesellschaft und das brauchen wir auch. Und also es ist immer so, man kann nicht alles von einem Tag bis zum anderen ändern, sondern es ist immer so mit kleinen Schritten zu begehen und es ist auch immer, ich glaube auch mit, dass man halt mit dem Friedenskonflikt und so, dass man halt Frieden erreicht. Ich denke immer darüber nach, es gibt immer sehr viele Programme halt, die in Deutschland, in USA oder überall außer in Palästina und Israel gemacht werden. Und na klar, wir können halt nicht ein Friedensprogramm hier erstellen und sagen, ja, wir nehmen dieses Programm, das passt super, um Frieden zu kriegen. Und dann gehen wir nach Israel und Palästina und die wollen es umsetzen. Natürlich klappt es nicht, weil es eine andere Gesellschaft ist. Und deswegen, es muss halt von der Gesellschaft rauskommen. Es muss von den Leuten, von den Leuten, wo die halt mit zusammenarbeiten und so, daraus entwickelt sich ein Friedensprogramm, das für beide passt und für die Gesellschaft. Also es kommt, ich glaube, Frieden wird nur durch eine Gesellschaft rauskommen können. Denn durch Politik wird es nicht passieren. Ja, ich komme noch mal zurück auf unsere soziale Ader. Aber ich will nicht sagen, dass Männer anders trauern um den Verlust von einem Kind, wenn jetzt ein Kind verunglückt stirbt durch irgendein politisches Ereignis. Aber vielleicht ist es auch so der schützende Instinkt, der in uns ist. So wie auf dieser Ebene. Aber nichtsdestotrotz will ich immer so auf dieses Partnerschaftliche und dass man auch die Männer ins Boot holt, überall, damit nicht die Friedensarbeit nur durch die Frauen gemacht wird und die Männer bestimmen die Politik. Wir machen das auf der eher niedrigeren Ebene, ich setze es in Gänsefüßchen, auch wenn es die wichtigste Arbeit ist, und die Männer sitzen dann an den runden Tischen und geben sich die Hände dann und unterschreiben Friedensverträge, wo wir dann wirklich die Basisarbeit geleistet haben. Von daher müssen die Männer zu dieser Basisarbeit herangezogen werden. Wie gesagt, ich bin zwar politisch interessiert, aber ich bin nicht politisch tätig. Von daher muss ich mir die richtigen Leute suchen, um diese Gedanken mitzuteilen. Oder das machen dann später unsere Schüler vielleicht. Ja. Thema Bildung und die Bedeutung der Bildung. Gerade in einer so breit aufgestellten Gesellschaft, auch wie Palästina. Matthias Wolf hat es vorhin angedeutet, dass es diesen neuen Mädchen-Sozialfonds gibt, der eben insbesondere Mädchen aus ärmeren Familien und aus schwierigen sozialen Verhältnissen noch stärker fördern und unterstützen soll.
Kannst du noch sowas aus Frauensicht ein bisschen dazu sagen? Gerade so aus dem Hintergrund ist es so, dass Mädchen aus, ich sage jetzt mal, ärmeren Schichten auch ein höheres Maß an Unterstützung bei der Entwicklung von Selbstbewusstsein und ihrem Selbstverständnis bedürfen. Gibt es da also auch einen sozialen Unterschied noch innerhalb der Frauen, der Mädchen? Das auf jeden Fall. Also ich würde das bejahen. Also durchaus nicht nur auch aus sozial ärmeren Familien. Es gibt auch gut bestellte Familien, aber auch die an diesen Rollen oder an diesen Bildern kleben, wie dass Jungs eher die Möglichkeit bekommen, ins Ausland zu gehen und zu studieren, dies und jenes. Und ich kenne auch Beispiele von ehemaligen Schülern von uns, wo der Junge nach Deutschland dürfte, die Tochter nicht, zum Beispiel. Und das war wirklich eine gut bestellte Familie, also die das Geld haben. Eigentlich und eigentlich sich als emanzipiert ausgeben als Familie. Also von daher wäre früher gab es auch hier in Deutschland den Begriff, die Emanzipation der Männer ist auch wieder, sollte auch wieder aufgenommen werden. Von daher wäre mir persönlich wichtig, nicht nur natürlich junge Mädchen zu stärken, aber auch mit ins Boot zu holen, die Jungs. Damit es nicht immer so ein geschützter Rahmen ist, in dem man die Mädchen behütet, sondern sie zusammen in den Projekten einschließt, damit das eine Selbstverständlichkeit wird, dass die Förderung von Mädchen gleichberechtigt ist. Und ich komme eigentlich selber aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Eltern sind sehr einfache Leute. Aber nichtsdestotrotz stand es für uns nie in Frage, dass mein Bruder nach Deutschland geht und ich zu Hause bleibe. Ich bin die Älteste, ich bin als Erste gegangen. Und ich weiß noch auch so in unserem Alltag, mein Bruder hat genauso wie wir Betten gemacht, Frühstück gemacht, alles. Also es gab nie einen Unterschied. Das ist einfach wahrscheinlich, welches Bild, egal vom sozialen Niveau, welches Bild haben die Menschen von sich selbst oder was erwarten sie von der Rolle der Frau oder dem Mädchen? Also mehr individuell und durch die Familie geprägt, als dass man da jetzt das an unterschiedlichen sozialen Schichten festmachen kann. Ja. Genau. Frauen sind natürlich wichtig bei der Entscheidungsfindung und in führenden Positionen in Gesellschaft, Politik, eigentlich überall. Gleichberechtigtes Miteinander. Was können wir denn hier aus Deutschland oder was würdet ihr euch wünschen? Was können wir hier, was kann der JV vielleicht noch zur Stärkung der Frauen in Palästina tun? Also was der noch tun kann, weil die unterstützen schon jetzt schon, würde ich sagen. Ja, aber ja, ob doch. Es vielleicht noch etwas gibt, wo ihr sagt, ach guck mal, wenn ihr das und das machen würdet, das wäre für uns jetzt echt hilfreich. Ich verstehe wirklich. Ja, genau. Also ich denke, also ich glaube, das nächstes Jahr wird schon eine ganz große Herausforderung, auch wenn die Ordination kommt, auch mit den ökumenischen Kirchen und so. Ich spreche mal von der Kirche. Also ich glaube, in der Kirche wird es halt, man braucht halt sehr viel Halt, dass man halt, ich weiß, dass ich immer auf euch zurückgehen kann und ich weiß, dass ihr hinter mir steht und mich unterstützt. Aber genau, ich glaube einfach beten und hoffen, dass es nicht so eskaliert, wenn wie alle mir gerade vorwarnen. Es wird ein großes Problem sein. Es wird in der Kirche auch, es gibt viel, also nicht nur in unserer Kirche, aber es gibt sehr viele Kirchen, die jetzt Kontakt auch abgebrochen haben. Ich weiß,
Bischof Azar, du hast vorher gesagt, dass die anderen Patriarchen und so gesagt haben, dass sie euch unterstützen und mich akzeptieren. Aber ich hoffe, dass es auch, wenn es soweit ist, die ihr Wort auch einhalten, weil das weiß ich nicht, wie das so sein wird. Aber ich glaube, nur durch Beten und Hoffen und dass ihr auch da seid und genau, ihr müsst oft uns besuchen kommen. Ja, ich bin eigentlich wunschlos in dieser Hinsicht. Wie Bischof Azar vorhin gesagt hat, wir sind jetzt an der Reihe, was zu machen. Wir haben die Möglichkeit bekommen und bekommen sie noch, uns zu informieren, allseitig. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, die Informationen, die für uns relevant sind, die wir umsetzen können, umzusetzen. Ihr könnt uns natürlich in einer Art und Weise unterstützen, dass, wenn es möglich ist, wenn wir wirklich die Pandemie hoffentlich bald ausgestanden ist, dass ihr uns durch eure Besuche unterstützt. Einfach. Genau, vorbeikommen und gucken, wie die Wirklichkeit ist und dann für den Nächsten da zu sein. 2024 ist ja der Weltgebetstag, der Frauenweltgebetstag zum Thema Palästina. Seid ihr da von der evangelisch-lutherischen Kirche mit eingebunden in den? Auf jeden Fall. Also ich bin in der Komitee, ich habe auch mitgeschrieben. Ich weiß, dass es halt ein Problem ist für viele Kirchen in Deutschland und ich hoffe, dass wir halt in den nächsten Jahren durch viel Reden und so, dass es halt nicht wieder ein Problem sein wird wie vor am 98, als sie das abgelehnt haben, weil ich glaube, dass man das doch betrachtet, dass man einfach sagt, nee, wir wollen nicht für Palästina beten, finde ich halt, okay, betet nicht für uns, dann wir beten ja miteinander. Also wir beten nicht, genau, dieses Miteinander muss ja da sein. Und warum guckt man nicht auf jedes Land so kritisch? Jedes Land hat ihre Politik, jedes Land hat ihre Konflikte. Und wenn wir das nicht einsehen, wenn wir sagen, nee, wir gucken jetzt nur auf Palästina und Israel, dann ist das ein Problem, dass man nur darauf immer guckt und nicht auf die anderen Länder auch. Und ich würde es, es ist halt eine freie Entscheidung, die können das gerne machen oder nicht, aber dann sollen die überhaupt für kein Land beten, wenn das so ist, weil ich würde nicht sagen, dass man weil wenn wir halt über Palästina, wir haben jetzt das ganze Programm fertig geschrieben und ich kann schon garantieren, dass es halt nichts im Sinne von, wir beten jetzt für alle Palästinenser und wir beten halt für Frieden. Wir sind auch, wir sind gleich der Meinung wie die Israelis. Es gibt, das ist halt die Komitee und es ist halt die Gruppe von World Day of Prayer für Palästina, von allen Kirchen, christlichen Kirchen, die in Palästina sind. Und wenn da auch Israel betroffen ist, wenn da eine christliche israelische Gemeinde da wäre, also es gibt viele, aber die sind immer mit dem Ausland zusammengehangen, deswegen sind die halt nicht in der Komitee und man kann auch nicht sagen, wenn man jetzt Palästina anerkennt, dass man oder für Palästina betet, dass man gegen Israel betet, denn wir in unseren Gebeten beten wir auch für Israel. Ja, für alle Menschen im guten christlichen Sinne, Nächstenliebe. Ja. Ja, ich denke, wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht für ein paar Fragen, die Ihnen am Herzen liegen, auf der Seele brennen, zu dem Themengebiet. Die würden wir dann gerne noch kurz zulassen. Ich sehe eine Wortmeldung von Herrn Iber. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie laut genug sprechen oder sonst? Ja, Mikrofon, ne? Ach so, Mikro. Ja,
Also wie gehen Sie mit den biblischen Texten um? Da gibt es ja doch noch oder ganz eindeutig eine Tendenz zum Mann hin. Am Sederabend zum Beispiel heißt es, wenn dein Sohn dich fragt, wieso eigentlich nur der Sohn? Auch die hebräischen Begriffe sind zum Teil ja nicht alle maskulin, jedenfalls in der deutschen Übersetzung, der Gott, der Sohn, der Heilige Geist. Wir haben die feministische Theologie, die das dann eine Gegenbewegung eingesetzt hat, aus guten Gründen. Meine Frage ist, gibt es diese Tendenz auch in Palästina, auch im Arabischen, dass da versucht wird, die Frauen sozusagen auch sprachlich und in der Funktion also gleich zu berechtigen? Das wäre für mich schon eine wesentliche Frage, wo ich nicht so genau weiß, wie das also bei Ihnen sein ist, sprachlich auch ist. Jedenfalls halte ich das, also auch im Neuen Testament übrigens, ist es zwar richtig, dass es auch Jüngerinnen gegeben hat, aber durchgesetzt und auch die Namen der Evangelien sind ja nun alle männliche Namen. Und wir wissen ja in der Kirchengeschichte, dass sich also bis weit in die Reformation die Männerdominanz durchgesetzt hat. Ja, danke schön. Ich würde schon, ja, ich würde nicht sagen, dass alles männlich ist, denn es gibt schon genug alttestamentliche Frauen und es gibt auch sehr vieles, das auch für Frauen, also da gibt es schon feminine Formen. In Palästina sind wir noch nicht selber noch so weit, dass wir das Arabische oder das Hebräische, die hebräische Bibel so übersetzen oder anders formen. Wir sind noch dabei, wir sind noch nicht, ja, ich weiß, dass es halt noch kommen wird vielleicht später, aber dass man so vieles auf einmal ändert, auf einmal wird, glaube ich, zu viel für unsere Gesellschaft. Deswegen muss man das so langsam machen, auch mehr in der Liturgie und so, also man geht es langsam an. Aber es gibt halt Geschichten, die sind halt für Männer geschrieben. Es ist nicht, aber man nimmt es halt kontextuell an. Und wenn man halt für eine Geschichte gesehen oder liest, dann kann man nicht sagen, ach nein, das ist nur männlich geschrieben, das zählt nur für die Männer jetzt. Nee, man kann es so anders auch für die Frauen verstehen. Also ich glaube, es ist mehr eine Verständnissache und ich würde das immer nicht durch Bibel ändern, lesen, sondern auch durch Erzählungen, durch die Predigt und so anders verdeutlichen, denn es ist halt für die ganze Gemeinde und nicht nur für eine Form der Sprache. Genau. Ich sehe dort eine Wortmeldung. Ich würde gerne die Gelegenheit wahrnehmen, dass ich hier auch noch auf eine Veranstaltung hinweisen möchte, die übermorgen stattfindet, und zwar der gemeinsame Trauertag von Palästinensern und Israelis, und zwar zu den Menschen, die durch den Krieg, durch die Soldaten und aber auch durch Menschen, die durch den Krieg umgekommen sind. Das sind zwei Organisationen, Parents Circle, haben Sie vorher schon erwähnt, und Competence for Peace. Competence for Peace, das sind ehemalige Kämpfer, die beschlossen haben, die Waffen niederzulegen und jetzt auf gewaltfreie Weise Modelle zu entwickeln für ein friedliches gemeinsames Leben. In der gemeinsamen Trauer, und das wird also am Dienstagabend stattfinden, in der gemeinsamen Trauer liegt eine enorme Kraft, ich glaube, das muss ich in diesem Kreis nicht betonen, aus dem sehr viel erwachsen kann an gegenseitigem Verständnis, gegenseitigem Zuhören, Empathie. Und aus dem heraus, und das hoffe ich sehr, dass es im Laufe der Jahre dann weiter wächst, aus dem heraus, denke ich, können Pflänzchen in Richtung Verständigung und Frieden wachsen. Also, ich empfehle es, gucken Sie einfach bei Google, Parents Circle und Competence for Peace, Kombattanten als ehemalige Kämpfer. Und da werden Sie sicher auch darauf hingewiesen, da kriegen Sie auch den Link, wie Sie daran teilnehmen können. Es geht ungefähr eine Stunde und beginnt hier Dienstagabend 7:30 Uhr abends.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke für den Hinweis. Passt gut in diesen Kontext. Es war gerade eben auch noch mal angesprochen worden, die Kooperation mit anderen Kirchen. Seid ihr von der ELCJHL? Ich meine, es ist klar, die römisch-katholische Kirche und auch die griechisch-orthodoxe, die kennt die Frauenordination nicht. Aber seid ihr mit den anderen, mit der anglikanischen Kirche und anderen Kirchen eben auch so im Gespräch, um vielleicht auch gemeinsame Ideen zu entwickeln? Wie wird das in den anderen Kirchen gesehen mit der Frauenordination oder mit Frauen in Leitungspositionen? Es geht ja auch um die Synode. Ich glaube, in der Synode sind auch relativ wenig Frauen vertreten. Also eine Zusammenarbeit mit anderen Kirchen im Hinblick auf mehr Beteiligung von Frauen auch in Führungspositionen. Ja, also in unserer Synode sind schon ein Drittel von der Synode nur Frauen. Und gerade haben wir eine Frau in den Rat gewählt. Also es ist auch eine sehr niedrige Nummer, dass die halt Frauen repräsentiert werden in der Kirche. In welcher Richtung? Ja, zusammen, also genau, also wir arbeiten schon mit der die anglikanische Kirche hat auch mit uns wegen Gleichberechtigungsrecht und so gearbeitet, die haben es auch eingenommen und da gibt es halt sehr viel Kontakt mit den beiden Kirchen und wir haben schon eine starke Verbündnisse mit denen. Natürlich können die noch nicht so, die unterstützen uns und die auch mit allen anderen Kirchen. Ich kenne halt den Bischof und ich kenne sehr viele anglikanische Pfarrer, die das halt sehr gut verstärken und mich auch unterstützen. Und die hoffen, dass vielleicht auch mal in der anglikanischen Kirche, dass sie bereit sind, das zu machen. Und ich glaube, ja, die anglikanische Kirche und dann folgen vielleicht auch die anderen Kirchen. Ich hoffe, dass es so ein bisschen aufgeht. Aber ja. Ja, genau, aber da muss ich doch noch mal eine Frage zur Gleichberechtigung in Talitha Kumi stellen. Schulleiter Wolf sagte vorhin, dass 80% der Lehrkräfte weiblich sind. Wie sieht denn das so in den Führungspositionen aus? Ich meine, der Schulleiter ist männlich, ist klar, aber stellvertretende Schulleiter, so Abteilungsleiterin oder Stufenkoordinatoren, wie sieht das da aus? Sind da... Ja, also wir haben zum Beispiel immerhin eine Verwaltungsleiterin, palästinensische Verwaltungsleiterin, Oberstufenkoordinatorin. Also das sieht das deutsche System so vor, dass ein Oberstufenkoordinator da ist und gerade ist eine Kollegin in dieser Funktion. Wir haben die Grundschulleitung, das teilen sich eine Palästinenserin und eine Deutsche. Ja, und wir hatten ja mal eine stellvertretende Schulleiterin, aber aus persönlichen Gründen musste sie das Amt oder die Funktion niederlegen. Ja, und das in dem Sinne ist es ja nicht so schwierig. Eigentlich würde ich mir in der Grundschule mehr männliche Vorbilder wünschen als nur Frauen, aber auch in der Mittelstufe mehr, weil und ich denke, das ist durchaus und auch im Erziehertum im Kindergarten, weil ich persönlich der Meinung bin, es kann nur funktionieren, wenn überall auch gleichberechtigt verteilt wird. Und leider Gottes gehen wir wieder zurück in diese Stereotypen, dass wenige Männer sich vorstellen können, Lehrer zu sein für kleinere Kinder oder mittleren Alters oder auch ganz, ganz unten im Kindergartenbereich. Und da müssen wir natürlich vielleicht so viel durchmachen wie andere Gesellschaften auch, damit wir dahin kommen, um diese Positionen auch mit männlichen Kollegen zu füllen. Und der Lehrerberuf muss natürlich in Palästina noch lukrativer werden. Also an den staatlichen Schulen gibt es natürlich Männer,
aber nicht an den privaten Schulen. Wir verdienen durchaus im Vergleich besser als andere, aber immerhin, der Lehrerberuf ist nicht so lukrativ, was Bezahlung auch noch angeht. Aber das scheint dann ja fast schon ein globales Problem zu sein, denn auch hier in Deutschland gibt es in den Kindergärten kaum männliche Erzieher. Und gerade mit den vielen Alleinerziehenden, die wir haben, dass da eben ein Erzieher ein Rollenvorbild sein könnte, das fehlt. In den Grundschulen auch ganz überwiegend Frauen. Dass da eben eher so der männlichen Seite. Es wünschenswert wäre, dass das eben für Männer auch attraktiver gemacht wird. Ja, da sehe ich noch eine Frage. Christliche Frauen mehr Freiheit haben. Also Freiheit in der Bewegung, Freiheit in der Berufswahl, Freiheit auch in der Wahl des Partners und des Rausgehens. Oder ist das mehr oder weniger ein gesellschaftliches Problem, dass christliche Frauen genauso eingebunden sind in ihrer Gesellschaft, also in einer etwas, wir würden sagen, eben konservativeren Gesellschaft als etwa in Deutschland? Okay, ich kenne mich nicht sehr viel mit in der Situation aus, aber ich würde sagen, dass es schon für alle ermöglicht ist, dass alle gleich die gleiche Bildung kriegen. Es hängt halt immer von der Person an und wie, wo und also es kommt wie bei jeder Anmeldung halt, es funktioniert bei jedem das Gleiche. Es wird keine Diskriminierung zwischen Muslimen und Christen oder Juden geben. Das ist nicht die Frage, Entschuldigung. Okay. Ja, dann? Die Frage ist, haben Sie in Ihrem öffentlichen Leben einfach als christliche Frau, haben Sie da mehr Freiheit? Können Sie Auto fahren? Können Sie mehr als muslimische Frauen? Können Sie Ihren Partner selber aussuchen? Ich kenne von muslimischen Gesellschaften, also in der Türkei und im Irak, da wurde ich immer bewundert, dass ich Auto fahren konnte, dass ich machen konnte, also eigentlich mit meinem Mann richtig partnerschaftlich zusammenleben konnte oder sein konnte. Und da wollte ich Sie fragen, ob dann muslimische Kinder Sie bewundern oder Sie beneiden, ob das spürbar wird irgendwie. In dem Sinne her sind die alle gleich. Also die haben alle, es gibt bestimmt ein paar, sehr wenig würde ich sagen, die halt ihre Frauen oder dass die Frauen nicht selber Auto fahren oder so. Das hat sich jetzt sehr viel entwickelt. Aber im Sinne von doch, also ich glaube schon, dass die alle dieselbe Rechte, also nicht glauben, ich weiß, dass die alle gleich behandelt werden. Ja, also ich würde mich so dem anschließen und fortführen. Eigentlich existiert in wenigen Familien diese arrangierte Heirat, wie man es früher kannte. Das gab es bei den Christen, das gab es bei den Muslimen. Und dass wir beneidet werden als Christen um unsere Freiheit eher weniger. Also wir leben alle, gehören zu den gleichen Traditionen und zur gleichen Kultur. Das heißt, was für die Christen gilt, gilt für die Muslime auch. So in dem Sinne. Und vielleicht in manchen Bereichen sind muslimische Frauen sogar besser bestellt als christliche Frauen. Ja. Also was zum Beispiel, kleine Beispiele, ich meine, in Scheidung ist ein Thema zum Beispiel. Wir haben ja keine Zivilehe in Palästina, in palästinensischen Gebieten. Wir haben keine Zivilehe. Das heißt, man ist bis an sein Lebensende gebunden. Hingegen im muslimischen Recht gibt es Scheidung und die Frau hat einen Anspruch auf Unterhalt und auch auf die Versorgung der Kinder, dass die Kinder bei ihr sind. Hingegen sind wir in dem Bereich sind wir benachteiligt. Und das fängt neu an in der evangelischen Kirche, aber was die katholische Kirche angeht oder die griechisch-orthodoxe Kirche, da sind wir noch Meilen davon entfernt, dass da irgendwas in der Hinsicht getan wird. Und von daher denke ich, jeder beneidet das andere um eine bestimmte Situation, so würde ich es formulieren oder von meiner Sicht aus betrachten.
Ja, ich möchte das noch unterstützen, weil dieser Punkt von, ich glaube, mit der Gleichberechtigung und so, da, klar, da sind schon viele Muslime, die uns selber sagen, nee, wir wollen das ja auch. Aber deswegen hat es so angefangen, dass jetzt auch die muslimische Gesellschaft und muslimische Frauen und Juristinnen auch mit unserer Juristen arbeiten gerade, dass die das auch bei denen sich das ändern. Weil die gesagt haben, nee, wir wollen das auch. Also es ist nicht so, dass es nur so als Neid bleibt, sondern nee, es wird was dazu gemacht und das hilft auch, dass die Gesellschaft sich dazu öffnet und dass die auch die Muslimen auch solche Rechte kriegen. Und ja. Ja, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für eure Ausführungen, liebe Rania, liebe Sally. Ja, was stellen wir fest? Wir stellen fest, starke Frauen verändern, starke Frauen fordern Rechte ein, starke Frauen beteiligen sich. Und wir haben eben heute auch gesehen, es gibt in vielen, vielen Bereichen Fortschritte, aber der Fortschritt ist eine Schnecke. Und wir können uns eigentlich nur freuen und dankbar sein, dass die ELCJHL jetzt schon vor so vielen Jahren dieses Thema erkannt hat, sich auf die Fahnen geschrieben hat und eine Vorbildfunktion für gesellschaftliche Entwicklungen in Palästina wahrnimmt. Und in diesem Sinne vielen lieben Dank, dass ihr heute nach Berlin, nach Kreuzberg gekommen seid, um uns darüber zu informieren. Und ich glaube, jetzt gibt es noch mal wieder Musik vom Berlin Orient Orchestra. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Danke. Ja. Darf ich noch eine Sache loswerden? Ich bin ein Mensch, der sich gerne für Redewendungen und Sprichwörter interessiert. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein arabisches Sprichwort, eine Redewendung. Und das würde ich auch hier nach Deutschland mitgeben. Das besagt, Ibnek Zayma Rabbiti, Ujozek Mittel Ma'awati. Das heißt, dein Sohn, wie du ihn aufgezogen hast, und dein Mann, wie du ihn daran gewöhnt hast. So, und ich denke, das ist das, was, wenn sich die Frauen verinnerlichen, werden wir es schaffen, eine Veränderung in der Gesellschaft zu schaffen, egal wo. Das gebe ich auch mit nach Deutschland mit. Ich möchte auch was loswerden und das, ich möchte halt nur zu Weltgebetstag was sagen. Also, und das ist halt, wir sollten, ich glaube, es soll so ankommen, dass es immer zu Missverständnissen kommt und dass wir halt in den nächsten Jahren wirklich versuchen werden, dass diese Missverständnisse über Palästina und der Weltgebetstag generell auflösen. Denn es ist mir wichtig, dass es halt nicht dazu kommt, dass es daran scheitert, nur wegen Missverständnissen. Und das kann man einfach durch Kommunikation regeln. Und ich hoffe, dass das alles, dass es für viele klar ist und dass für viele uns auch in der Kirche und nicht nur unsere Kirche, sondern generell unsere Frauen, die in der Komitee ansprechen können und das mit denen zusammenzuarbeiten. Und falls ihr Kontakte braucht, damit das nicht wieder passiert, könnt ihr euch gerne bei mir oder bei Bischof Azar melden. Das machen wir gerne und du weißt uns an deiner Seite oder an eurer Seite. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt kommt noch mal Musik.